Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Schauen wir uns nun eine weitere Aufgabe an zum Thema analytische Geometrie, wie sie im baden-württembergischen Abitur vorkommen könnte. Und zwar sollte man dieses 3×3, also drei Gleichungen und drei Variablen umfassende Gleichungssystem lösen. Nun, da habe ich mehrere Möglichkeiten, da heranzugehen. Gängig wäre zum Beispiel hier beim 3×3 das Gauss-Verfahren zu nehmen, also das Additionsverfahren. Man könnte natürlich auch die Cramer'sche Regel nehmen und das Ganze hier als Matrix auffassen. Dadurch, dass aber die Zahlen hier schön einfach sind, überall Einsen, hier 1, 1, minus 1, das sieht schon so aus, als könnte man zum Gauss-Verfahren recht einfach greifen. Das heißt, wir brauchen das ganze Umständliche mit den Matrizen bei der Cramer'schen Regel hier nicht. Also schauen wir uns an, welche Variable wollen wir als erstes eliminieren, weil wir erstmal das Ganze auf ein 2×2-System verkürzen wollen. Sehen wir, okay, am einfachsten wäre wohl das x3 rauszubekommen. Also löschen wir das x3. Und zwar sehen wir hier, wenn wir die erste und die zweite Gleichung verrechnen, nämlich die erste minus die zweite mache, fällt hier das x3 weg. Also mache ich einmal die erste und dann minus 1 mal die zweite. Das heißt, ich mache einfach die erste minus die zweite. Das ist eine andere Schreibweise dafür. In diesem Fall wird x1 wegfallen. x1 minus x1 ist 0. 4x2 minus 2x2 sind 2x2. Und x3 minus x3 ist auch 0. Und 10 minus 8 ergibt 2. Jetzt haben wir natürlich außerordentliches Glück, dass wir direkt bei der ersten Verrechnung schon zwei Variablen gelöscht bekommen haben. Nämlich wissen wir sofort hier, wenn wir die zwei teilen, dass x2 1 entspricht. Und wir eine der Lösungen schon haben. Das heißt, dadurch, dass wir hier eine Lösung haben, können wir direkt hier oben einsetzen und bekommen dann auch die restlichen Lösungen. Das heißt, es steht dann da, x1 plus 4 mal x1. 4 mal x2, also einfach 4, plus x3, gleich 10. Und die zweite Gleichung würde heißen, x1 plus 2, plus x3, gleich 8. Und die dritte Gleichung würde heißen, x1 plus 1 minus x3, würde dann in diesem Fall, jetzt x1, würde dann 3 entsprechen. Jetzt kann man die Zahl auf die andere Seite bringen, dann steht dann da, minus 4, das heißt hier ist x1 plus x3 gleich 6. Ich hier minus 4 mache, wenn ich hier minus 2 mache und hier minus 1, dann habe ich dann hier x1 plus x3 gleich 6. Das ist logisch, dass hier das Gleiche stehen muss, weil die beiden haben wir ja schon verrechnet. Und im letzten steht dann da x1 minus x3 gleich 2. Jetzt habe ich zwei Gleichungen und zwei Variablen. Eine Gleichung ist doppelt, die können wir wegmachen. Und jetzt ist es nicht mehr schwierig. Zum Beispiel, um x1 rauszubekommen, könnte ich einfach einmal die erste plus einmal die zweite machen. Dann fällt das x3 schon weg und die x1 bleibt stehen. Machen wir das? Das heißt, hier steht x1 plus x1 sind 2x1. Und x3 minus einmal x3 fällt weg. Und hier oben steht dann 6 plus 2 ergibt 8. Das heißt, x1 als Lösung. Wenn ich hier die zwei teile, habe ich dann 4. x1 gleich 4. Es fehlt also nur eine einzige Lösung, nämlich die x3. Die könnte ich an irgendeine von diesen beiden einsetzen. Setzen wir es in die obere ein. x1 plus x3 ergibt 6. Nun x1 ist 4. Also 4 plus x3 ergibt 6. Mache ich minus 4. x3 ist also 2. Das heißt, die drei Lösungen dieses linearen Gleichungssystems wären die 4, die 1 und die 2. Ich könnte schreiben, die Lösungsmenge dieses linearen Gleichungssystems wäre in diesem Fall dann als Koordinate geschrieben, die 4, die 1 und die 2. Jetzt war noch die Frage, dass man das geometrisch deuten sollte. Das heißt, was ist aber hier eigentlich gemacht oder wie könnte die Aufgabe geheißen haben, die dazu passt? Nun, hier sehen wir, wenn wir an die Vektorrechnung denken, x1, x2, x3 gleich eine Zahl, ja, das ist eine Koordinatenform einer Ebene. Hier haben wir also drei Ebenen. Ja, und jetzt überlegen wir, was passiert, wenn wir drei Ebenen versuchen, ineinander zu stecken. Ja, und dann haben wir tatsächlich hier eine Koordinate am Ende rausbekommen. Das heißt, die logische Schlussfolgerung ist, der Schnitt von diesen drei Ebenen, das heißt, diese drei Ebenen schneiden sich genau in diesem einen Punkt in 4, 1 und 2.
Jetzt könnte man natürlich auch noch andere Interpretationen zulassen. Zum Beispiel könnte es jetzt sein, dass die X1, X2, X3 vielleicht R, S und T hießen. Und das dann wäre natürlich auch möglich gewesen, dass wir eine Ebene mit einer Geraden schneiden. Und dass wir dann in diesem Fall auch einen Schnittpunkt bekommen hätten. Auch das wäre eine mögliche Interpretation. Dankeschön.